Es ist Zeit, euch den deutschen MMA-Star Christian de Kelt Jungwirth in 120 Sekunden vorzustellen. Zuallererst, wusstet ihr, dass Christian Jungwirth beinahe Fußballprofi geworden wäre? In der Jugend spielte er nämlich als Torwart beim VfB Stuttgart, wo ihn nur eine schwere Verletzung davon abhielt, in den Profikader aufgenommen zu werden. Christian Jungwirth ist am 25. Februar 1987 in Bopfingen, Baden-Württemberg geboren. Wie erwähnt, war seine erste große Liebe der Fußball. Aufgrund einer schweren Verletzung platzte der Traum, Fußballprofi zu werden, im Alter von 21 Jahren, und mit 22 hörte Jungwirth endgültig auf zu spielen. In der Zeit nach seiner Fußballkarriere war Jungwirth depressiv und ständig auf exzessiven Partys. Er wurde dann wieder im Fußball entdeckt, diesmal aber auf den Zuschauerrängen, wodurch er in die Hooligan-Szene kam. Durch seine große Erscheinung, voller Tattoos und mit diesem Hobby wurde Jungwirth oft als Krimineller oder sogar als Nazi abgestempelt. Jedoch ist der Schwabe ein sehr sympathischer Mensch und Familienvater, der einfach nur schon immer den Hang zum Extravaganten hatte. Erst mit 28 Jahren fand er zum Kampfsport, als er mit Fitnessboxen anfing, um in Form zu bleiben. Zwei Jahre später, als er die Stuttgarter MMA-Veranstaltung Age of Cage als Zuschauer verfolgte, brannte in ihm ein neues Feuer auf und daraufhin wurde er kurzerhand MMA-Profi und bestritt bei Age of Cage seinen Debütkampf. Seitdem konnte der 36-Jährige einen Kampfrekord von 14 Siegen und 7 Niederlagen erzielen. Jungwirth, dessen Kampfstil sehr vom Boxen geprägt ist, ist vor allem für sein Löwenherz im Käfig bekannt, wofür er ebenfalls wie ein Löwe trainiert. So schafft er es immer wieder, egal ob siegreich oder bei einer Niederlage, das Publikum durch seine leidenschaftlichen Auftritte auf seine Seite zu ziehen. Wie es beispielsweise in seinem letzten Kampf bei Octagon 44 in Oberhausen der Fall war, als er durch reine Willensstärke mit dem ehemaligen UFC-Fighter Bojan Veličković über die volle Distanz ging. Zwar ist Christian Jungwirth noch nicht allzu lange im MMA-Sport, jedoch ist er heute schon einer der größten Stars, die ihren Weg aus Deutschland in die Käfige dieser Welt gefunden haben. Du willst mehr über die besten Kämpfer der Welt erfahren und wann Jungwirth wieder in den Käfig steigt? Dann like diesen Beitrag, abonniere uns und sei gespannt auf weitere News, Facts und Rumors rund um den Sport, den du liebst.